ich bin die Maria Annab. Ich bin die Gründerin von The Rheinab und erzähle euch heute ein bisschen mehr zu meinem Projekt. Die Idee hinter dem Line-Up ist folgendes. Es soll eine Plattform entstehen, wo zeitgenössische KünstlerInnen miteinander in Austausch treten können. Ein- bis zweimal im Jahr findet eine Ausstellung statt, an den verschiedensten Orten jeweils. Und da sind entweder Gruppen- oder Solo-Ausstellungen, wo Künstler durch den Ortswechsel angeregt werden und eventuell neue Arbeiten produzieren müssen. Es wird von mir sehr kritisch geschaut, dass die Künstler miteinander harmonisieren können, aber auch voneinander lernen. In diesem Prozess der Ausstellung oft kuratieren sie selber mit. Da schaue ich auch, dass private und öffentliche Sammler da vertreten sind, um sich mit den Arbeiten auseinanderzusetzen. Und weiteres gibt es dann auch verschiedenste Medien, die schauen, dass die Künstler da auch präsentiert werden und publiziert werden. Also viele der Künstlerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich schon gekannt oder kenne ich schon länger. Es ist mir wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe treffen und uns persönlich auch gut verstehen, dass wir eine professionelle Beziehung zueinander haben. Jedoch arbeite ich nicht exklusiv mit den Künstlern. Viele von den Künstlern haben schon Galeristen, weil diesen Part der Galerie kann ich nicht übernehmen. Aber es ist mir im Grunde nicht so wichtig, mit welchem Medium der Künstler arbeitet. Ich muss mich nur damit auseinandersetzen können. Es muss einen Arbeitsprozess geben, den ich nachvollziehen kann. Es muss einen Gedankengang geben, der kritisch ist und auch den Zeitgeist kritisch auffasst und sich befasst und wo es auch ein Potenzial gibt, dass der Künstler noch wachsen kann. Also oft sind das Künstler direkt von der Uni oder sie kennen einen anderen Künstler, mit dem ich zusammenarbeite. Also es entwickelt sich dann auch ein Netzwerk. Instagram ist auch ein gutes Medium, wo man immer wieder Künstler findet und die schreibe ich dann einfach an und dann schaut man, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Weiteres ist es mir wichtig, dass ich beim Künstler im Studio war und sehe, wie die arbeiten und wie so der Prozess ist. Die Idee ist natürlich, dass der Line-Up über die österreichischen Grenzen hinaus wächst. Wir wollen uns weiterentwickeln und schauen, dass wir eventuell ein Stipendiatenprogramm starten. Das wäre meine Idee und meine Hoffnung, um den Austausch internationaler Künstler zu fördern. Österreich selber hat auch ganz gute Förderungsprogramme, die da mithelfen können. Und ich glaube, dass dieses Netzwerk international wichtig ist, um den Austausch und die verschiedenen Blickwinkel in der Kunst zu behalten, zu fördern und miteinander zu wachsen.